Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin wetter- und windbedingt vor allen Dingen gerade nicht im Wald unterwegs, sondern in den heimischen Gartenanlagen. Und heute soll es um eine Isomatte gehen, und zwar die Isomatte, die meine Frau am allerliebsten benutzt, die ich aber auch selber einfach ziemlich genial finde. Und zwar soll es um die Tamarest Late Trial gehen. Das ist eine Selbstaufblasen-Isomatte. Wenn euch das interessiert, bleibt da einfach dran. Am Anfang, wie immer, alle Links unten findest du in der Videobeschreibung. Fangen wir doch einfach mal mit den Spezifikationen von dieser Matte an. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt die Light. Die gibt es dann auch noch ein bisschen dicker zum Beispiel. Und zwar haben wir hier 183 x 51 in der Breite mal 3,8 cm in der Höhe. Zusammengefaltet kriegt man sie ungefähr auf 28 x 51. Wie immer 51 in der Breite, ne? Also das Ding kriegt man relativ gut verstaut noch dafür, dass es schon einen ordentlichen Schutz bietet. Wir sind hier ungefähr im Preisfaktor bei 70 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wie immer, die YouTube-Kaufalgorithmen spielen da einfach eine Rolle. Und das Ganze befindet sich ungefähr im Bereich von 700 Gramm bei einem R-Wert von ungefähr 3,4. Das ist für, ja, so nach meinem Empfinden, ne? Das ist immer sehr starke Empfindungssache, diese R-Werte. Für bis 5 Grad, wenn man einen guten Schlafsack hat, auch mal bis 0 Grad, würde ich sagen. Da ist schon ordentlich was möglich. Ist natürlich nicht die breiteste Isomatte mit 51 cm. Deshalb benutzt ja auch meine Frau und ich mittlerweile eine andere, sehr luxuriöse, die ich euch bald mal vorstellen möchte. Da freue ich mich schon drauf. Ist aber absolut ein geiles Ding. Einmal kurz zu selbstaufblasenden Isomatten. Dort müsst ihr nur das Ventil aufmachen, die Matte ausrollen und innerhalb von so 3-4 Minuten entfaltet sich durch das Vakuum die Matte sozusagen ein bisschen selber. Dort drin ist noch ein kleiner Schaumstoff, der nochmal extra für Wärmeisolation sorgt. Das Ganze ist angenehm, weich und bequem. Man kann sehr gut drauf liegen. Sogar ich mit meinen deutlich über 100 Kilo kann da sehr angenehm drauf liegen. Und auch ja, wenn man jetzt nicht zu sehr hin und her rollt in der Nacht, kann man da angenehm, auch bei meiner Schulterbreite dann vor allen Dingen, noch angenehm drauf liegen. Gut kombinierbar natürlich beim Camping auch noch mit einer extra Unterlage, so einer großen Alu-Picknick-Decke, einer leichten Schaumstoff. Und da kann man sich dann zu zweit auch noch schön drauf chillen und hat dann zwischen nicht immer diese riesigen Kältebrücken. Einmal in der nahen Sicht für euch das Ventil. Ihr könnt darüber auch noch ein bisschen Luft nachpusten, indem ihr sozusagen so aufdreht. Na, ihr seht schon, ihr hört schon, jetzt zieht es Luft ein und dann könnt ihr nachpusten. Normalerweise wird ja gesagt, das soll man bei selbstaufblasenden Matten nicht machen, weil die Spucke den Klebstoff da innen angreift, weil die Schichten sind ja sozusagen miteinander verklebt und sonst können Bläschen entstehen. Ich muss sagen, wir benutzen die seit mindestens 3 Jahren eigentlich schon, sollte das in dem Sinn. Also mindestens 2, vielleicht sind es auch 3. Ich schreibe es mal unten rein. Und haben dabei öfter aufgepustet und es war nie ein Problem bei Tamarest. Ne? Also diese Matte ist qualitativ hochwertig. Das spürt man auch richtig an der Kunststoffoberfläche. Ne? Die eine ist schön angenehm für die Haut. Die andere unten, die ist so ein bisschen rauer, damit man nicht so wegrutscht. Und ist äußerst widerstandsfähig. Und da muss ich auch sagen, merkt man sehr schnell den Unterschied. Ich bin ja sonst nicht so der Mensch, der sagt, kauf lieber Markenprodukte, sondern guck, was für dich am besten passt. Man braucht nicht immer den ganzen Schnickschnack, der bei Markenprodukten dabei ist. Bei Tamarest bin ich aber absolut der Überzeugung, dass das mit das Beste ist, was ich jemals zum Schlafen hatte. Man merkt vor allem den Unterschied, wenn man sich mal so eine 15 Euro selbstaufblasende Matte bei Lidl geholt hat. Die muss ich jetzt flicken, beziehungsweise benutze ich halt im Moment nicht. Und damit ich sie wieder benutzen kann, müsste ich sie flicken. Und die hier, die macht halt alles mit. Die kannst du sogar auf leicht spitzen, also nicht wirklich spitzen, ne? Aber sie ist nicht so total anfällig, wie das zum Beispiel so eine Lidl-Matte ist oder so eine günstige Matte ist, wie zum Beispiel auch von Grand Canyon, wo ich ja auch mal ein bisschen so ein Setup gezeigt habe mit einem Zelt etc. etc. Die sind ein bisschen anfälliger, einfach weil das Material nicht so stark, nicht so gut verwebt ist und nicht so gut verklebt ist, sowieso. Das heißt, hier hat man richtig was qualitativ Hochwertiges. Wie gesagt, gibt es für knapp 100 Euro auch noch in einer über 5 cm dicken Variante. Ein ordentliches Ding, wird dann bis minus 10 Grad teilweise angegeben. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mir diese Kombination hier schon angucke. Und für Camping
gibt es eigentlich fast nichts Besseres. Also ich setze nur noch beim Camping auf selbst aufblasende Matten, weil mir da natürlich das Packmaß egal ist. Das heißt, die kommen hinten ins Auto rein, dann wirft man sie raus ins Zelt, wenn man ankommt, lässt das Ding sich von selbst aufblasen und man hat immer was Bequemes, weil die sind wirklich deutlich bequemer als einfach nur Schaumstoffmatten und man hat es immer schnell. Ne? Und vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Geld dann in die Hand nimmt, dann hat man auch was Langes, Widerstandsfähiges. Alles klar, ich hoffe, die kleine Review hat dir gefallen. Ich werde jetzt mit Regen doch gebeutelt, obwohl ich nur hier kurz draußen drehen wollte. Ja, mal Glück, dass ich nicht in den Wald gegangen bin. Ja, dann hätte ich meine Kamera komplett nass gemacht. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.